Hallo, hier ist einmal wieder Markus Ratz von der CTRS AG und das wird ein lustiges Video zum technischen Thema. Immer wieder fragen mich Neulinge der Azure Cloud, wie funktioniert die eigentlich? Ich kenne vielleicht die anderen Clouds, ich will noch überhaupt keine Cloud haben, muss jetzt aber irgendwie. Aber womit fange ich an bei der Azure Cloud und was ist eigentlich das Wichtigste? Und wenn ich mal kurz überlege, muss ich sagen, das Allerwichtigste ist die Azure Blob Storage. Obwohl das manche vielleicht wundern wird. Warum? Weil das Grundprinzip von allen modernen Clouds ist es, die Compute, also die Berechnungspower, von der Storage zu trennen. Also seine Systeme so zu bauen, dass der Speicher auf der einen Seite ja möglichst fast gar nichts kostet und alle Daten enthält, die nötig sind. Und die Compute, die Rechenpower daneben, nur darauf wartet, über diesen Speicher herfallen zu dürfen und damit irgendwas Tolles machen zu dürfen, berechnen, auswerten, verarbeiten und so weiter. Und das wirft das Auge auf die Storage und das Auge auf die Storage werfen, das werden wir heute tun. Super preiswertes Storage in der Cloud. Wer hat's erfunden? Ja, Ehre wem Ehre gebührt. Wenn man billiges Storage in der Cloud haben will, dann denkt man in der Regel an Amazon, an die berühmten S3 Buckets. Bucket heißt ja Eimer. Und genauso kann man sich das auch vorstellen. Das ist also nichts weiter eben als eine unglaublich preiswerte Storage, wo man eben irgendwelche Dateien, hier in meinem Beispiel liegen so ein paar Parquet-Files dort herum, aber das ist eigentlich total egal. Hier mit Knopf hochladen kann man neue Files dazu tun. Und ja, so sieht eigentlich so eine ganz simple S3-Storage aus und das ist gewissermaßen ja, der Urvater der Cloud-Storage-Modelle. Und jetzt gehen wir mal rüber in die blaue Welt, in die Microsoft Azure-Welt, das Microsoft Azure-Portal. Da braucht man natürlich erstmal einen Zugriff, muss sich anmelden können, muss da eine Subscription haben und dann wollen wir mal sehen, wie man da an eine solche Storage kommen könnte. Und das allererste, was ich dort natürlich brauche, ist eine Ressourcengruppe. Denn wenn man jetzt für irgendwelche Dinge Ressourcen benötigt, das ist ja meistens nicht nur eine Ressource, sondern mehrere, dann fasst man die am besten zusammen in einer Ressourcengruppe, die eben zum Beispiel sagt, in welcher Subscription liegt sie und in welcher Location liegt sie. Ich habe mir zum Beispiel West Europe ausgesucht, damit meine Ressourcen, also sprich meine in dem Fall jetzt Azure Blob Storage, auch wirklich in Westeuropa liegt. So, jetzt kommt der nächste Schritt, wie man sich so eine unendlich günstige Storage in der Azure Cloud besorgt. Man sucht einfach mal danach im Marketplace und Storage Account habe ich schon öfter mal nachgesucht. Da ist einer, also den möchte ich mir mal anlegen. So, und jetzt muss man sich erstmal die Subscription heraussuchen, auch die Ressourcengruppe. Bisschen schade, dass er das nicht automatisch einstellt, denn eigentlich habe ich ja extra auf der Ressourcengruppe gestartet und jetzt brauche ich einen Namen dafür. Ich nenne den mal Azure Data Store Account. Der muss relativ eindeutig sein und ich will ihn nicht in Osteuropa haben. Auch das ist ein bisschen doof eigentlich. Warum nicht gleich dorthin, wo meine Ressourcengruppe ist, muss ich manuell aber nochmal einstellen. Und den Rest, da brauche ich mich eigentlich gar nicht groß drum kümmern. Es gibt jetzt hier noch unglaublich viele Optionen, die zum Teil sogar den Preis ein ganz bisschen beeinflussen können, aber auch die Performance beeinflussen können. Aber im Grunde, für uns reicht das vollkommen aus, was ich mir zusammengeklickt habe, so einfach wie möglich. Und ich klicke auf Create. Das geht relativ fix. Da ist sie schon gewissermaßen noch, ist sie im Deployment. Deswegen wird der endgültige Name auch noch nicht angezeigt. Aber gleich dürfte mir meine erste Storage zur Verfügung stehen. Jawohl, jetzt ist sie da, Deployment succeeded und ich kann jetzt gleich mal zur Ressource gehen und mir eigentlich angucken, was er da gemacht hat. Es gibt verschiedene Dienste, die in so einer Storage mit drin sind. Heute interessiert uns eigentlich nur dieser Blob-Service als der standardisierte erste Dienst. Ich könnte jetzt direkt damit loslegen, aber Leute, macht bloß diesen Fehler nicht. Da fehlt nämlich noch was ganz, ganz Wichtiges. Obwohl ich die Storage jetzt gerade angelegt habe, habe ich eigentlich noch nicht alle Berechtigungen, die man dafür wirklich braucht. Ich bin zwar Owner und Reader und so weiter, aber ich dürfte beispielsweise noch gar nichts in meine eigene Storage reinschreiben, zumindest nicht über externe Tools und das wollen wir gleich mal tun. Also gucken wir mal, welche Rollen es gibt, die mit Storage direkt zu tun haben und hier ist zum Beispiel der Storage Blob Data, na wo ist er? Contributor. Und diese Rolle hier ist zumindest für das, was wir hier machen wollen absolut erforderlich. Wer wird Member davon? Natürlich ich selber. Suche mich mal. Zack. Da hat er mich gefunden. Füge mich hinzu. Select. Und erst als Storage Blob Data Contributor
darf ich überhaupt etwas in diese eigene Storage reinpacken und auch sehen, was da drin ist. Also lassen wir das mal machen. Fertig, wunderbar. Bevor ich jetzt hier irgendetwas hochlade, sollte ich wissen, in welche Form von Data Storage ich das packen will. Für unser Beispiel reichen dazu die Container. Das ist ja wie so eine Art Datenverzeichnis, kann man sich vorstellen. Und das ist hier der Azure Data Container. So soll der einfach heißen. Den lasse ich mir erzeugen. Das ist einfach nur eine Ordnungseinheit und unter den kann ich alles Mögliche runterpacken. Nur mal zum Probieren, ob das auch geht. Sobald ich auf so einen Container gehe, habe ich den Upload-Button, kann mir also Sachen hochladen und Browse for Files. Ich habe hier schon was hingelegt, hier zum Beispiel so ein paar CSV-Dateien und ich lasse einfach mal eine mit Upload hochladen und zack, 40 MB ging relativ fix. Also eigentlich funktioniert unsere Blob Storage jetzt. Aber über den Browser arbeiten, das macht doch kein Mensch. Jetzt kommt ein ganz heißer Tipp vom Profi, macht das unbedingt, ladet ihn euch runter, den Azure Storage Explorer. Installiert den bitte, das lohnt sich wirklich. Hier ist er, so sieht er aus, Azure Storage Explorer, wenn man ihn installiert und geöffnet hat. Und ich habe noch was gemacht, ich habe bereits mich hier oben angemeldet mit meinem Konto und damit bin ich schon mal grundsätzlich authentifiziert gegen die Azure Cloud. Und dann gibt es hier so einen Punkt Speicherkonten und da kann ich hier auf Blob Container zugreifen. Und wenn ich da wirklich meinen Container sehen will, drücke ich einmal hier auf Verbindung öffnen und suche mir den aus. Ich will ja auf einen bestimmten Blob Container gehen. Und ich kann das zum Beispiel mit verschiedenen Methoden tun. Ich mache aber Azure AD, weil ich bin ja schon angemeldet. Das sollte mir helfen. So, der bin ich, da will ich rauf. Wunderbar. Und jetzt stellt er mir noch eine Frage, die ich so nicht direkt weiß, nämlich die Blob-Container-URL. Namen kann ich ihm schon mal geben, aber was ist die URL des Containers? Kein Problem, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, so ein Container hat einen eindeutigen Namen. Hier ist er nämlich, mit dem er auch wirklich quasi aus dem Web erreichbar ist, wenn man das konfiguriert hat, den kopiere ich mir einfach. Und zurück im Azure Storage Explorer kopiere ich mir diese URL einfach rein, klicke auf Weiter und verbinde mich mit dieser vertrauenswürdigen Ressource und danach kann ich in den Container reingucken und ich sehe auch schon die Datei, die ich vorhin als allererstes hochgeladen habe. Aber mit dieser Oberfläche geht das mit dem Hochladen natürlich viel, viel professioneller als eben mit dem Browser, wie ich es vorhin gezeigt hatte. Ich kann hier ganz entspannt meine Festplatte durchsuchen lassen. Ich hatte ja da ein bisschen was bereitgelegt und nehme einfach diese Dateien, die da für mich liegen, die eigentlich in meine Blob Storage rein solle, klicke auf Öffnen und sage Hochladen. Und dann öffnet er mehrere Prozesse gleichzeitig und lädt damit die Dateien dort hoch. Da unten sieht man das. Das geht sehr, sehr flix. Oh, er hat einen Konflikt gefunden. Da sage ich mal, das Ding bitte nicht hochladen. Aber ansonsten, die Datei war ja schon da, lädt er die alle jetzt mit einer enormen Geschwindigkeit hoch. Aber ein letzter Tipp noch. Einfach mal genauer hinschauen, was er gerade gemacht hat. Hier unten bietet er mir nämlich an, ich möge bitte den az-copy-Befehl in die Zwischenablage kopieren. Okay, das sollte man nun wirklich wissen, denn AZ-Copy ist ein noch heißerer Tipp als der Azure Storage Explorer. AZ-Copy ist nämlich ein Befehl an der Eingabeaufforderung, ein Kommandozeilenbefehl. Und das ist leider wie oft mit diesen Kommandozeilenbefehlen, die sehen nach nichts aus, sind aber unglaublich mächtig. Und das ist eben auch AZ-Copy, der schnellste Weg, Dinge in die Cloud zu bekommen. Der öffnet gnadenlos viele Prozesse und ballert die Daten mit einer enormen Geschwindigkeit hoch, dass man sich eigentlich eher Gedanken machen muss, wie man ihn beschränkt, um seine Leitung nicht zu sehr zuzumachen. Wer damit mehr arbeiten möchte, weil er sowas mag, AZ-Copy ist eigentlich auf allen modernen Windows-Rechnern installiert und mit einem kleinen Help-Aufruf bekommt man mal angezeigt, was damit alles geht. Ruhig mal mit rumprobieren und damit kann man zum Beispiel wunderbare zeitgesteuerte Hochladeaufträge von lokalen Rechnern einrichten. Kleines Fazit von mir an dieser Stelle, die Azure Blob Storage lockt uns alle in die Azure Cloud. Sie ist extrem günstig, leicht zu erreichen, gut zu befüllen, nimmt jede Sorte, jede Art von Dateien auf und ist damit quasi der Grundbaustein für unsere Data Lakes. Danke fürs Zuhören.